Ich habe das Gefühl, ich gebe Vollgas, aber dennoch klebt mir ständig einer hinten auf der Stoßstange. Immer mehr Menschen führen in unserer Leistungsgesellschaft ein Leben auf der Überholspur, bis sie gefühlt vor die Wand fahren. Und damit herzlich willkommen zu unserem Nano-Spezial Ausgebrannt, Volkskrankheit Depression. Ja, es ist eine Volkskrankheit. Allein in Deutschland leiden rund 4 Millionen Menschen unter Burnout oder Depression. Auch ein ehemaliger Top-Manager war von einem Tag auf den anderen nicht einmal mehr fähig, eine E-Mail zu schreiben. Der Eindruck täuscht. Es ist kein idyllischer Waldspaziergang am Morgen. Der Hund muss einfach raus. Und die Kinder machen das nicht. Also muss er das selbst tun. Wie so vieles. Obwohl er gar keine Zeit hat. Zum Glück funktioniert das Handy im Wald. Jan Bredak hat einen 14-Stunden-Tag vor sich, voll mit Terminen. Okay, wir geben Gas. Vor 23 Uhr ist er nicht zu Hause. Und das jeden Tag. Seinen Burnout hat er hinter sich. In einem anderen Leben, sagt er. Jetzt hat er einfach nur viel Arbeit. Ich mache das immer so in Metapher. Ich komme ja aus der Autoindustrie. Wenn ich im Auto sitze und Gas gebe und das Auto fährt schneller dadurch, dann ist das für mich ein befriedigendes Gefühl. Wenn jetzt jemand hinten das Auto hochhebt und ich gebe Gas, passiert nichts, dann wäre ich frustriert. Und so in etwa kann man das vergleichen. Und ich versuche, dass das Auto immer rollt. Sein Auto hat über 500 PS. Bredak mag es schnell. Der Automarke sei er treu geblieben, meint er. Ansonsten hat er mit seinem früheren Leben unter dem Stern abgeschlossen. Er war ganz oben, mit Dienstwagen, schickem Büro und Parkplatz mit Namensschild. Hatte eine glänzende Karriere hingelegt, vom Automechaniker zum Vertriebsmanager für Russland. Top Level, immer Vollgas. Und da ging schon los mit 23 Uhr, kommt eine Mail, muss ich noch beantworten. Ne? Ist doch klar, ich bin ja hier der immer erreichbare und perfekte. Das war übrigens auch den Namen, den ich mir gemacht habe, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit meine E-Mails beantwortet habe. Ne? Mit 36 das Burnout. Oft trifft es sogenannte Hochleister wie Bredak. Selbstverbrenner nennt sie Professor Burisch. Der Psychologe erforscht seit vielen Jahren diese Krankheit, an der laut Umfragen 10% der Bevölkerung leiden. Karrierewahn, Workaholismus sind gesellschaftlich akzeptiert, sogar erwünscht. Leute, die also keinen Urlaub nehmen, kein Wochenende freimachen, keinen Feierabend kennen und ihr Start-up so in 2 Jahren zur Verkaufsreife von ein paar Millionen bringen, das sind ja heute die Helden der Stunde. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man die bescheuert gefunden. Doch Burnout ist keine reine Managerkrankheit. In rund 60 Berufen und Personengruppen beschreibt die wissenschaftliche Forschung das Phänomen, vor allem in Heilberufen. Pfleger, Ärzte, aber auch Lehrer, Sozialarbeiter und Angestellte fühlen sich ausgebrannt. Schuld daran ist auch die veränderte Arbeitswelt, die Arbeitsverdichtung. Schnell und billig, das ist ja die Definition von Arbeitsverdichtung. Die Arbeitsverdichtung ist in den letzten Jahren ganz sicher an vielen Stellen passiert. Dann kommt ganz rasch das Gefühl auf, ich kann hier nicht mehr mit, ich will auch nicht mehr mitmachen, kommt aber nicht raus. Das Gefühl, in der Falle zu sitzen, der permanente Stress, so lange, bis der Körper versagt. Bei Jan Bredak begann es mit Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Erinnerungslücken. Dazu kamen Rückenschmerzen und Erstickungsgefühle. Ja, das krasseste Beispiel war, dass ich wirklich 3 Stunden in meinem Büro saß. Meine Sekretärin hat mich abgeschirmt und ich habe nicht geschafft, eine E-Mail zu schreiben. Ich habe da wirklich 3 Stunden, man 3 Stunden weg, bis man erschrocken, wie die Zeit vergeht, habe an die Wand gestarrt und habe nichts mehr zu Papier gebracht. Die Symptome sind vielfältig. Eine 1-zu-1-Zuordnung gibt es nicht, wie so oft bei psychischen Krankheiten. Doch die Ärzte sind sensibler geworden und die Patienten stehen zu ihrem Burnout. Burnout ist zu einer Art Volkskrankheit geworden. Die Akzeptanz ist gestiegen. Noch in den 80er, 90ern wollte niemand was an der Waffel haben. Da ist man zum Orthopäden gegangen und hat gesagt, ich habe Rücken. Und der hat gesagt, okay, wir machen Rückenschule. Heute sagt auch der Orthopäde eventuell, na, haben Sie vielleicht Stress gehabt ein bisschen? Eine Psychotherapie hat Jan Bredak geholfen. Heute hat er sein eigenes Unternehmen. Mit einem kleinen Laden und einer Handvoll Mitarbeitern fing es an. Mittlerweile ist Vegans die erste vegane Supermarktkette Europas. 210 Mitarbeiter, 56 Millionen Euro Umsatz. Bredak bleibt sich treu.
der Sinnzweck ist anders. Also man tut was, was seinen eigenen Visionen entspricht und nicht, was einem irgendwie aufdoktriert wird oder weil man Karriere machen will oder weil man bestimmte Machtsymbole sich noch an sein Revers heften möchte, sondern man macht es einfach aus tiefer, also ich mache es aus tiefer innerer Überzeugung und habe dadurch natürlich sehr viel Kraft und Power. Eigene vegane Produkte, selbst entwickelt sein neuestes Projekt. Damit will er in die Regale der Supermarktriesen. Einen Gang runterschalten ist einfach nicht sein Ding. Ja, aber immer mehr Menschen sollten wohl dringend mal einen Gang zurückschalten in unserer Gesellschaft. Über Burnout möchte ich nun sprechen mit dem Chefarzt der psychiatrischen Uniklinik in Nürnberg, Dr. Günther Niklewski. Guten Tag, Herr Niklewski. Schön, dass Sie da sind. Sie sind spezialisiert auf die Themen Burnout und Depression. Burnout ist ja in unserer schnelllebigen Gesellschaft schon so ein geflügelter Begriff geworden. Warum leiden so viele Menschen unter dem Gefühl, ausgebrannt zu sein? Weil sie die Erschöpfung, in der sie sich befinden, nicht mehr spüren. Sie haben das Gefühl für sich selbst verloren, gehen permanent über Grenzen, über Leistungsgrenzen und nehmen die Erschöpfung nur als was Unangenehmes wahr. Erschöpfung ist zunächst ein ganz normaler Zustand eines Organismus. Und dieser Zustand sagt uns, ich muss jetzt in die Erholungsphase eintreten. Aber Erholung ist nicht gefragt, weder im Arbeitsleben noch in der Freizeitgestaltung. Das kommt ja noch als Belastung hinzu. Wir haben es eben auch im Film gesehen. Da war ein Mann, der für seine Arbeit brennt und jetzt auch wieder für seine zweite Arbeit brennt. Ist das so ein typischer Fall, eine Person, die für Burnout gefährdet ist? Die Burnout-Menschen, die haben alle mal gebrannt und das begann ja im Gesundheitswesen. Das sind in der Regel hoch engagierte Menschen, die mit vollem Einsatz rangehen und irgendwann frustriert sind und dann in die Erschöpfung gehen, das dann nicht wahrhaben wollen und dann sind sie schnell in einem gefährlichen Bereich, wo es auch dann in andere Gesundheitsschädigungen gehen kann. Das ist eine Stresserkrankung. Wann besteht denn die Gefahr, dass aus Burnout eine Depression wird? Burnout ist eigentlich ein Risikozustand für die Entwicklung einer Depression. Die altvorderen Psychiater, die sprachen von Erschöpfungsdepression. Und darüber reden wir eigentlich. Und diese Übergänge, die sehe ich sehr, sehr häufig. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Ja, Burnout kann zu einer Depression führen. Aber wichtig ist erst einmal, zwischen Stress, Burnout und Depression zu unterscheiden. Von depressiven Menschen sind oftmals Sätze zu hören wie: Ich fühle nichts mehr, es ist eine totale Leere in mir. Und mit diesen Gefühlen sind die Betroffenen nicht allein. In Europa leiden rund 30 Millionen Menschen an einer Depression. Sie ist die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Die klassischen Symptome sind Niedergeschlagenheit, Antriebs- und Interessenlosigkeit und ein Verlust der Fähigkeit, Gefühle, etwa Freude, zu erleben. Neben diesen seelischen Anzeichen kann eine Depression auch eine Reihe von körperlichen Symptomen verursachen, wie etwa Magen-Darm-Beschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen, Herzbeschwerden, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen. Diese körperlichen Beschwerden können die Depression oft verschleiern und die Diagnose erschweren. Wie genau eine Depression überhaupt entsteht, ist immer noch ein großes Rätsel. Sicher ist, es ist eine sehr komplexe Erkrankung, an der mehrere Faktoren beteiligt sind. Nach der gängigen Lehrmeinung ist bei Depressiven der Stoffwechsel im Gehirn gestört. Die Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, die für gute Stimmung sorgen, sind aus der Balance geraten. Vor allem dem Serotonin wird eine große Bedeutung zugeschrieben. Mangelt es an diesem Botenstoff, soll das Depressionen begünstigen. Deswegen setzen hier auch die meisten Antidepressiva an. Sie erhöhen den Serotoninspiegel im Gehirn. Tatsächlich bewiesen ist ihre Wirkung allerdings nicht. Auch, dass ein Serotoninmangel wirklich die Ursache für eine Depression ist. Auch Entzündungsreaktionen, Stresshormone und die genetische Veranlagung stehen als mögliche Auslöser unter Verdacht. Allerdings gibt es auch Depressive, die überhaupt keine genetische Vorbelastung haben. Fazit: Die eine Ursache für Depressionen gibt es nicht. So individuell die Symptome einer Depression sind, so unterschiedlich können auch die Auslöser sein. Herr Niklewski, wir werden gleich noch mal über die Auslöser für eine Depression sprechen. Bleiben wir noch mal bei der Diagnose. Wird die heute vielleicht zu frühzeitig gestellt? Also was vielleicht früher noch Trauer war oder einfach nur Niedergeschlagenheit, ist heute schon eine Depression?
Es besteht allgemein die Gefahr, dass immer mehr Zustände, die eigentlich zum Leben gehören, medikalisiert werden, also in die Medizin geraten. Aber gleichwohl, in den letzten 10 Jahren hat sich die Erkrankungsrate eigentlich nicht verändert. Das zeigt, dass seriös diagnostiziert wird. Was man nicht verwechseln darf, ist schlechte Stimmung und Depression. Wir alle brauchen die schlechten Tage, wo wir niedergeschlagen sind, um die guten besser genießen zu können. Und das wird häufig verwechselt. Eine Depression ist, wie der Film gezeigt hat, eine sehr umschriebene Erkrankung mit ganz typischen Symptomen, so typisch wie die Symptome einer Blinddarmentzündung. Okay, also fühlen wir uns mal schlecht, müssen wir uns noch keine Sorgen machen. Was sind denn die Auslöser für eine echte Depression? Oft sind es kritische Lebensereignisse, Verlust, das ist Stress, wie wir gesehen haben, hohe Belastung. Das sind alles Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen müssen. Oft sind es aber auch genetische Einflüsse, Veranlagung. Durch manche Familien zieht sich die Depression geradezu durch mehrere Generationen hindurch. Auch das gibt es. Es gibt eine gewisse Vorbelastung. Ja. Manchmal kommen die Symptome ja eher schleichend. Was sind dann große Warnsignale, die ich wahrnehmen sollte? Also sehr häufig stehen Schlafstörungen ganz am Anfang. Also ich kann nicht mehr schlafen, ich wache zu früh auf, ich liege im Bett und grüble. Das kann ganz am Anfang stehen und die schlechte Stimmung stellt sich oft relativ spät ein. Häufig sind auch so Einengungen des Denkens. Ich schaffe alles nicht mehr. Es wird alles nichts mehr. Ich habe nicht mehr genügend Geld im Alter. Das können alles Vorposten-Symptome einer Depression sein. Und nach und nach gesellen sich die anderen Symptome, die wir gesehen haben, hinzu. Wenn man diese Symptome wahrnimmt, was sollte man dann tun? Man sollte versuchen, rasch sich professionelle Hilfe zu besorgen. Mittlerweile können die Hausärzte auch sehr zuverlässig die Depressionen diagnostizieren. Es muss gar nicht gleich der Facharzt sein. Aber wichtig ist, dass die Betroffenen über ihre seelischen Schwierigkeiten sprechen und nicht über die Rückenschmerzen und was sonst noch der Arzt für vermeintlich gerne hört. Auf die Therapien gehen wir gleich noch mal näher ein. Vielen Dank schon mal. Ja, den Menschen mit Depressionen zu helfen, ist also ein Prozess. Auch wenn die Diagnose klar ist, gibt es nicht das eine Medikament oder die Psychotherapie. Oftmals ist es für die Betroffenen ein langer Weg, bis ihnen tatsächlich geholfen werden kann. Wichtig ist, dass sie den ersten Schritt selbst machen. Wir haben eine Patientin getroffen, die den Sinn in ihrem Leben eines Tages nicht mehr gesehen hat. Seit einem halben Jahr ist Hündin Lili an ihrer Seite, zur Freude von Susanne. Susanne, 47, leidet unter Depressionen. Nicht jeder soll das wissen, deshalb will sie nicht erkannt werden. Ihr Hund hilft ihr, mit der Krankheit zurechtzukommen. Er zwingt sie immer wieder aufzustehen, rauszugehen. Denn das schafft sie manchmal kaum. Vor 8 Jahren fingen diese Probleme an, von einem auf den anderen Tag. Plötzlich empfand sie ihr Leben als sinnlos. Sie konnte keine Freude mehr empfinden, igelte sich ein, zog sich zurück. Ich wollte einfach nichts mehr tun. Einfach nur noch im Bett liegen bleiben. Nichts mehr, weder Kinder, noch Mann, noch Arbeit, noch irgendetwas. Egal was. Einfach nach dem Motto, es geht sowieso nicht. Und dann tue ich auch nichts mehr. Und als ich gemerkt habe, es geht nicht mehr weg, ich krieg's nicht in den Griff, habe ich versucht, mir Hilfe zu suchen. Hilfe finden können Betroffene bei Ärzten, aber auch bei Psychologen wie David Althaus. Zunächst muss die Diagnose gestellt werden. Schon das ist nicht unbedingt einfach. Also Depression ist sicherlich eine Erkrankung, die keine besonderen scharfen Ränder hat, im Gegensatz zu einem Beinbruch. Ein Beinbruch ist immer ein Beinbruch. Eine Depression dagegen kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen und es kommen immer wieder auch Menschen, die glauben, an einer Depression erkrankt zu sein, aber letztlich ist es tatsächlich dann nur eine Befindlichkeitsstörung. Für Susanne begann eine Odyssee. Sie fand keinen Arzt, der ihr helfen konnte, und bei den Psychologen lange Wartelisten. Die Medikamente, die verschrieben wurden, wirkten bei ihr nicht. Erst nach einem Jahr fand sie schließlich eine Ärztin, mit der sie zufrieden war. Mit der Frau bin ich klargekommen. Die hat es dann aufgearbeitet insofern, dass sie mir verschiedene Möglichkeiten erstmal aufgezeigt hat und mich wahrgenommen hat und mir einfach zugehört hat und gesagt hat, okay, das verstehe ich nicht und mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, Sie können nichts dazu, das ist eine Krankheit, hat das Wort Depression dann wirklich auch nochmal in den Mund genommen.
Es gibt viele Möglichkeiten der Behandlung. Ein Mittel der Wahl ist die Verhaltenstherapie. Es gibt eine Fülle an Studien zur Verhaltenstherapie, die zeigt, dass sie die wahrscheinlich wirksamste Psychotherapieform bei der Behandlung einer Depression ist. Das heißt nicht, dass tiefenpsychologisch fundierte Therapie nicht helfen würde, sondern kann bestimmt im Einzelfall auch helfen, aber wir haben hier weniger Belege und weniger Befunde. Die Verhaltenstherapie gilt momentan als der goldene Standard in der Behandlung, in der psychologischen Behandlung der Depression. Was kein Argument gegen Medikamente ist. Auch die werden bei der Behandlung von Depressionen erfolgreich eingesetzt. Ich empfehle auch ich als Psychologe, meinen schwer erkrankten Patienten, nehmt Medikamente, probiert das aus. Schaut einfach, ob es euch was nutzen kann. Obwohl ich auf der anderen Seite weiß, dass Medikamente leider immer noch nicht so gut sind, wie wir uns das wünschen würden. Da, meint Althaus, ist in der Forschung nicht viel passiert. Meines Erachtens haben wir leider keine medikamentöse Revolution in den vergangenen 10 Jahren gehabt, sprich keine Wirkstoffe, die etwas ganz Neues gebracht hätten, sondern leider eher eine Art von Stagnation. Innerhalb der Psychotherapie, würde ich sagen, haben wir doch vergleichsweise mehr neue, auch interessante Ansätze, wo ich dann aber wiederum das Problem sehe, dass sie kaum angewandt werden, dass es also sehr wenige Therapeuten gibt in der ambulanten und auch in der stationären Versorgung, die überhaupt fähig sind, mit diesen Methoden zu arbeiten, weil sie nicht gelernt haben. Susanne geht es besser. Sie hat einen Weg aus der Depression gefunden, auch wenn sie weiß, sie muss auf sich aufpassen. Das ist eine Diagnose, die mich mein Leben lang begleiten wird. Seitdem ich es angenommen habe, kann ich besser damit umgehen. Es ist nicht schön, keine Frage, aber besser. Und ich sehe sie nicht mehr nur negativ. Ich habe durch die Depression auch viel gelernt für mich selber. Zum Beispiel, sich Zeit zu nehmen für sich selbst. Und auch wenn es ihr schlecht geht, immer in Bewegung zu bleiben. Und dafür sorgt Lilly. Ja, Herr Niklewski, die Patientin sagt, die Depression wird sie ein Leben lang begleiten. Sind Depressionen nicht heilbar? Doch, in der Regel ist die Erkrankung sehr gut heilbar. Das geht vorbei. Der Depressive denkt ja, es wird jetzt immer so sein. Und das ist das Schreckliche an dieser Selbstwahrnehmung. In der Regel geht die depressive Episode vorbei. Aber wir kennen auch natürlich den Zustand, dass sich eine Depression in eine Seele eingräbt und zum Lebensschicksal wird. Und dann gibt es die vermeintlich schwächeren Depressionen, da sagen die Experten Dysthymie dazu, die halten oft sehr lang an und sind sehr quälend. Und je später man Hilfe in Anspruch nimmt, desto länger dauert die Depression? Das kann man so nicht sagen, aber man sollte frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen. Das bessert die Chancen, das kann man so schon sagen. Ja. Worauf kommt es denn bei einer guten Therapie an? Dass die Chemie zwischen Therapeuten und Patienten stimmt. Mit jemandem, der mir kreuzunsympathisch ist, dem kann ich mich nicht öffnen. Also die persönliche Beziehung, das ist die sogenannte Therapeutenvariable, die muss stimmen. Sonst wird es nichts. Und ich sage auch meinen Patienten, wenn sie nicht den Eindruck haben, das wird zwischen uns was, dann vermittle ich ihnen gerne einen anderen Therapeuten. Und auch da nicht die Geduld verlieren. Denn manchmal, wie wir es auch gerade im Beitrag gehört haben, dauert die Suche nach einem guten Therapeuten länger. Ja, es gibt eine psychotherapeutische Unterversorgung in unserem Land. Das ist ganz klar. Die Wartezeiten sind sehr, sehr lang. Und bei problematischen Therapeuten sind sie vielleicht kurz. Eine Depression kann natürlich auch lebensgefährlich werden, wenn die Suizidgedanken immer mehr zunehmen. Und am Ende kann dann tatsächlich auch die Selbsttötung stehen. Ja. Welche Warnsignale muss man da dringend wahrnehmen? Wenn sich jemand abkapselt, nicht mehr spricht, wenn er sich verändert. Oder aber, wenn er plötzlich aus heiterem Himmel ganz heiter und beschwingt wird. Oft ist dann ein Entschluss schon gefasst. Die Depression bessert sich langsam und nicht schlagartig. Dann sollte man jemand direkt ansprechen und sagen, hast du ganz trübe Gedanken? Denkst du daran, dein Leben zu beenden? Das sind Fragen, die kann man stellen, die können Angehörige stellen. Da sollen sie keine Angst davor haben. Aber ist das nicht eine quälende Verantwortung für die Angehörigen? Na, die müssen dann natürlich den an die Hand nehmen, den Familienangehörigen und zu einer
Institution gehen, die Hilfe anbietet. Aber wie ist es denn überhaupt für Angehörige mit Depressiven zu leben? Ist das nicht eine unglaubliche Herausforderung? Das ist eine große Herausforderung. Es kann eine sehr große Belastung werden. Ich habe auch erlebt, dass Beziehungen daran gescheitert sind. Aber häufig ist es so, dass Angehörige auch sehr gerne falsche Ratschläge geben. Mhm. Mach mal was Schönes, gönn dir doch mal was, bringe ein wenig mehr Freude in dein Leben. Das ist alles Unfug, weil der Betroffene diese Ratschläge nicht umsetzen kann. Mhm. Er bekommt schreckliche Gewissensbisse, weil er das nicht kann. Die meinen es doch alle so gut mit dir, mit mir. Und das wird, sein Zustand wird eigentlich schlimmer. Mhm. Also welchen Tipp geben Sie da den Angehörigen? Zu versuchen, ins Gespräch zu kommen. Was ist mit dir los? Ist alles düster geworden und wirklich zu versuchen, dass der Angehörige sich öffnet und auf keinen Fall einen vorwürflichen Ton in der Rede zulassen. Das macht er nicht, um den Partner zu quälen, sondern weil er selber gequält ist. Und noch mal ganz kurz, sollten die Angehörigen sich selbst auch Hilfe suchen? Sie sollten, also die Angehörigen sollten in eine psychotherapeutische Behandlung sowieso einbezogen sein. Okay. Das ist eine Grundregel. Und auch viel erfahren über die Erkrankung, auch mal was lesen, um eigentlich selber zum Experten zu werden. Also es geht auch um ein Miteinander, um aus der Depression natürlich herauszukommen. Natürlich. Und vor allem um erste Signale wahrzunehmen und sich dann auch tatsächlich helfen zu lassen. Herr Dr. Niedlecki, vielen, vielen Dank, dass Sie uns so viele Tipps gegeben haben und so viele Informationen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bitte schön. Ja, kommen wir noch mal zu den Angehörigen, die in vielen Fällen sozusagen mit in den dunklen Tunnel gezogen werden. Gerade zu Beginn der Erkrankung reagieren Familienmitglieder oft verständnislos. Warum können alltägliche Dinge plötzlich nicht mehr erledigt werden? Wo bleiben Freude und Gefühle? Später leiden Angehörige unter einer ständigen Überlastung. Und über allem steht die Sorge um den geliebten Menschen. All das kann seinerseits auch krank machen. Der Psychiater Josef Bäumel auf dem Weg zu einem Vortrag. Er ist heute eingeladen beim Münchner Ortsverband der Angehörigen von psychisch Kranken. Der Raum ist voll. Mehr als 50 Angehörige sind da, darunter viele, deren Ehepartner oder Kinder an Depressionen leiden. Doch niemand will erkannt werden. Die Scham ist zu groß. Das ist typisch für die Probleme, die Angehörige haben. Schwere Depressionen, wenn jemand tatsächlich keinen Kontakt mehr möchte, sich völlig abkapselt, nur noch sich selbst anklagt. Das sind Verhaltensweisen, die möchte man gerne vor der Öffentlichkeit verdeckt halten, weil man fürchtet, sonst denkt die ganze Welt, was habt ihr mit diesem Mann gemacht, mit diesem Kind gemacht, wie mag es da bei euch zugehen zu Hause. Also da ist ja ein Schutzbedürfnis der Angehörigen da, aber man will sich ja auch den Patienten schützen. Dieses Versteckspiel erhöht den Stress für Angehörige, die ohnehin schon unter den Auswirkungen der Krankheit zu leiden haben. Sie sind extrem belastet. Das weiß auch Karl-Heinz Möhrmann. Der 76-Jährige ist Vorsitzender des Landesverbandes der Angehörigen. Seit langem ist er in der Selbsthilfe aktiv. Seine Frau ist psychisch krank. Sie hat schwere Depressionen, immer wieder. Seit fast 50 Jahren. In der ersten Zeit der Krankheit war das für ihn unerträglich. Er war schon dabei, die Scheidung einzureichen. Ich habe das ursprünglich nicht ausgehalten, bis ich dann gemerkt habe oder begriffen habe, dass es einfach ein Krankheitssymptom ist. Und nun ist es so, diese Krankheiten, auch die Depressionen, verlaufen in der Regel phasenhaft. Ne? Das dauert eine Zeit lang und irgendwann taucht man aus dem Tal wieder auf, mit professioneller Hilfe, manchmal auch ohne, wenn man Glück hat. Das heißt, es gibt auch dann immer mal wieder Zeitintervalle, wo es gut geht, wo auch meine Frau symptomfrei ist. Und die Hoffnung auf die nächste symptomfreie Zeit hat mich persönlich dann immer aufrecht gehalten. Karl-Heinz Möhrmann ist heute gut informiert. Er hat die Krankheit seiner Frau zu seinem Lebensthema gemacht, leitet Selbsthilfegruppen. Doch er weiß, fast alle Angehörigen sind total überfordert. Entweder sie verzagen oder sie werden selber depressiv oder sie werden wütend und kritisch und sie meckern dann an dem betroffenen Menschen rum. Es ist ja sehr schwer, gerade am Anfang zu unterscheiden, will der nicht oder kann der nicht, dass der morgens nicht mehr aus dem Bett will, dass der mittags nicht mehr zum Essen kommt, dass er sich vernachlässigt und nicht mehr duscht und. Nicht? Und es ist gerade für Angehörige, die noch nie mit sowas zu tun hatten, sehr schwer.
Um die Belastung für alle Beteiligten zu verringern, müssten Angehörige von den Ärzten viel stärker in die Therapie der Kranken mit einbezogen werden, meint Bäumel. Der Fachbegriff? Psychoedukation. Aus unserer Sicht meine ich von Therapeuten, von Psychiatern, die Psychoedukation betreiben, dass es gelingt, durch eine kluge und durch eine gezielte Information mit persönlichem Erfahrungsaustausch die Angehörigen zu befähigen, dieses Auf und Ab nicht nur auszuhalten, sondern als neue Normalität anzunehmen und dem Patienten zuzutrauen, dass er es schon schafft, mit Rückschlägen gelassen und einigermaßen cool umzugehen, weil dann wird der Stressfaktor reduziert. Und dieser Stress ist erheblich. Denn zu Sorgen und Ängsten kommen weitere alltägliche Belastungen. Wenn meine Frau jetzt depressiv ist, dann ist sie praktisch nicht fähig, viel selber zu tun. Und einkaufen tue ich sowieso, aber dann in der Phase, da koche ich auch. Also ich muss mehr oder weniger mich ein bisschen um den Haushalt kümmern. Wir haben zwar eine Putzhilfe, also Staubsaugen liegt mir nicht so, aber es bleibt da doch einiges plötzlich an mir hängen, was ich sonst nicht machen muss. Für alles verantwortlich sein. Dazu die Angst vor dem Gerede der Nachbarn, die Sorge um den geliebten Menschen, bisweilen gepaart mit Wut und Unverständnis. Das macht krank. Und nicht wenige Angehörige werden davon sogar selbst depressiv. Also da gibt es gesicherte Daten, vor allem bei schizophrenen Erkrankungen, dass 75 der Angehörigen sich sehr belastet fühlen. Und bei Depressionen ist die Rate nicht ganz so hoch, aber da sind es wohl so 60%. Wo ein starkes Belastungsgefühl da ist. Belastungsgefühl heißt nicht automatisch krank sein. Aber wer belastet ist, muss sich entlasten, braucht Entlastung, braucht Aussprachemöglichkeiten. Und da sind die Selbsthilfegruppen, die Angehörigengruppen, eine wunderbare Möglichkeit, diesen Überdruck an Belastung abzubauen. Aber ein Drittel der Menschen braucht vorübergehend auch spezielle Behandlung. Die Selbsthilfe leistet hier eine gute Präventionsarbeit. Aber auch Ärzte und Kliniken müssten die Angehörigen viel stärker in den Blick nehmen. Ja, es ist eine Erkrankung mit vielen Facetten, unter der nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das Umfeld leidet. Zu dem wichtigen Thema zeigen wir heute eine spannende Dokumentation. Gegen die Wand, Rätsel, Burnout, die überforderte Gesellschaft. Ab 21.45 Uhr hier bei Dreisat. Und weitere Informationen finden Sie natürlich auch unter nano.de. Also schalten Sie, wann immer Sie können, Eingang zurück. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen entspannten Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Büro saß, meine Sekretärin hat mich abgeschirmt und ich habe nicht geschafft, eine E-Mail zu schreiben. Ich habe da wirklich drei Stunden weg, bis man erschrocken, wie die Zeit vergeht, habe an die Wand gestarrt und habe nichts mehr zu Papier gebracht. Die Symptome sind vielfältig. Eine 1-zu-1-Zuordnung gibt es nicht, wie so oft bei psychischen Krankheiten. Doch die Ärzte sind sensibler geworden und die Patienten stehen zu ihrem Burnout. Burnout ist zu einer Art Volkskrankheit geworden. Die Akzeptanz ist gestiegen. Noch in den 80er, 90ern wollte niemand was an der Waffel haben. Da ist man zum Orthopäden gegangen und hat gesagt, ich habe Rücken. Und der hat gesagt, okay, wir machen Rückenschule. Heute sagt auch der Orthopäde eventuell, na, haben Sie vielleicht Stress gehabt ein bisschen? Eine Psychotherapie hat Jan Bredak geholfen. Heute hat er sein eigenes Unternehmen. Mit einem kleinen Laden und einer Handvoll Mitarbeitern fing es an. Mittlerweile ist Vegans die erste vegane Supermarktkette Europas. 210 Mitarbeiter, 56 Millionen Euro Umsatz. Bredak bleibt sich treu. Der Sinnzweck ist anders. Also man tut was, was seinen eigenen Visionen entspricht und nicht, was einem irgendwie aufdoktriert wird oder weil man Karriere machen will oder weil man bestimmte Machtsymbole sich noch an sein Revers heften möchte. Sondern man macht es einfach aus tiefer, also ich mache es aus tiefer innerer Überzeugung und habe dadurch natürlich sehr viel Kraft und Power. Eigene vegane Produkte, selbst entwickelt sein neuestes Projekt. Damit will er in die Regale der Supermarktriesen. Einen Gang runterschalten ist einfach nicht sein Ding. Ich brauche sie aber für die Dokumente, weil ich muss den ja
Aber immer mehr Menschen sollten wohl dringend mal einen Gang zurückschalten in unserer Gesellschaft. Über Burnout möchte ich nun sprechen mit dem Chefarzt der psychiatrischen Uniklinik in Nürnberg, Dr. Günther Niklewski. Guten Tag, Herr Niklewski, schön, dass Sie da sind. Sie sind spezialisiert auf die Themen Burnout und Depression. Burnout ist ja in unserer schnelllebigen Gesellschaft schon so ein geflügelter Begriff geworden. Warum leiden so viele Menschen unter dem Gefühl, ausgebrannt zu sein? Weil sie die Erschöpfung, in der sie sich befinden, nicht mehr spüren. Sie haben das Gefühl für sich selbst verloren, gehen permanent über Grenzen, über Leistungsgrenzen und nehmen die Erschöpfung nur als was Unangenehmes wahr. Erschöpfung ist zunächst ein ganz normaler Zustand eines Organismus. Und dieser Zustand sagt uns, ich muss jetzt in die Erholungsphase eintreten. Aber Erholung ist nicht gefragt, weder im Arbeitsleben noch in der Freizeitgestaltung. Das kommt ja noch als Belastung hinzu. Wir haben es eben auch im Film gesehen, da war ein Mann, der für seine Arbeit brennt und jetzt auch wieder für seine zweite Arbeit brennt. Ist das so ein typischer Fall, eine Person, die für Burnout gefährdet ist? Die Leistungsgrenzen und nehmen die Erschöpfung nur als was Unangenehmes wahr. Erschöpfung ist zunächst ein ganz normaler Zustand eines Organismus. Und dieser Zustand sagt uns, ich muss jetzt in die Erholungsphase eintreten. Aber Erholung ist nicht gefragt, weder im Arbeitsleben noch in der Freizeitgestaltung. Das kommt ja noch als Belastung hinzu. Wir haben es eben auch im Film gesehen, da war ein Mann, der für seine Arbeit brennt und jetzt auch wieder für seine zweite Arbeit brennt. Ist das so ein typischer Fall, eine Person, die für Burnout gefährdet ist? Die Burnout-Menschen, die haben alle mal gebrannt und das begann ja im Gesundheitswesen. Das sind in der Regel hoch engagierte Menschen, die mit vollem Einsatz rangehen und irgendwann frustriert sind und dann in die Erschöpfung gehen, das dann nicht wahrhaben wollen und dann sind sie schnell in einem gefährlichen Bereich, wo es auch dann in andere Gesundheitsschädigungen gehen kann. Das ist eine Stresserkrankung. Wann besteht denn die Gefahr, dass aus Burnout eine Depression wird? Burnout ist eigentlich ein Risikozustand für die Entwicklung einer Depression. Die altvorderen Psychiater, die sprachen von Erschöpfungsdepression. Und darüber reden wir eigentlich. Und diese Übergänge, die sehe ich sehr, sehr häufig. Wir sprechen gleich noch mal weiter. Vielen Dank schon mal bis hierhin. Ja, Burnout kann zu einer Depression führen. Aber wichtig ist erst einmal, zwischen Stress, Burnout und Depression zu unterscheiden. Von depressiven Menschen sind oftmals Sätze zu hören wie, ich fühle nichts mehr, es ist eine totale Leere in mir. Und mit diesen Gefühlen sind die Betroffenen nicht allein. In Europa leiden rund 30 Millionen Menschen an einer Depression. Sie ist die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit. Die klassischen Symptome sind Niedergeschlagenheit, Antriebs- und Interessenlosigkeit und ein Verlust der Fähigkeit, Gefühle, etwa Freude, zu erleben. Neben diesen seelischen Anzeichen kann eine Depression auch eine Reihe von körperlichen Symptomen verursachen, wie etwa Magen-Darm-Beschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen, Herzbeschwerden, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen. Diese körperlichen Beschwerden können die Depression oft verschleiern und die Diagnose erschweren. Wie genau eine Depression überhaupt entsteht, ist immer noch ein großes Rätsel. Sicher ist, es ist eine sehr komplexe Erkrankung, an der mehrere Faktoren beteiligt sind. Nach der gängigen Lehrmeinung ist bei Depressiven der Stoffwechsel im Gehirn gestört. Die Botenstoffe Serotonin, Noradrenalin und Dopamin, die für gute Stimmung sorgen, sind aus der Balance geraten. Vor allem dem Serotonin wird eine große Bedeutung zugeschrieben. Mangelt es an diesem Botenstoff, soll das Depressionen begünstigen. Deswegen setzen hier auch die meisten Antidepressiva an. Sie erhöhen den Serotoninspiegel im Gehirn. Tatsächlich bewiesen ist ihre Wirkung allerdings nicht. Auch, dass ein Serotoninmangel wirklich die Ursache für eine Depression ist. Auch Entzündungsreaktionen, Stresshormone und die genetische Veranlagung stehen. Anne geht es besser. Sie hat einen Weg aus der Depression gefunden. Auch wenn sie weiß, sie muss auf sich aufpassen. Das ist eine Diagnose, die mich mein Leben lang begleiten wird. Seitdem ich es angenommen habe, kann ich besser damit umgehen. Es ist nicht schön, keine Frage, aber besser. Und ich sehe sie nicht mehr nur negativ. Ich habe durch die Depression auch viel gelernt für mich selber. Zum Beispiel, sich Zeit zu nehmen für sich selbst. Und auch wenn es ihr schlecht geht, immer in Bewegung zu bleiben. Und dafür sorgt Lilly. Ja, Herr Niklewski, die Patientin sagt, die Depression wird sie ein Leben lang begleiten. Sind Depressionen nicht heilbar? Doch, in der Regel ist die Erkrankung sehr gut
heilbar, das geht vorbei. Der Depressive denkt ja, es wird jetzt immer so sein. Und das ist das Schreckliche an dieser Selbstwahrnehmung. In der Regel geht die depressive Episode vorbei. Aber wir kennen auch natürlich den Zustand, dass sich eine Depression in eine Seele eingräbt und zum Lebensschicksal wird. Und dann gibt es die vermeintlich schwächeren Depressionen, da sagen die Experten Dysthymie dazu, die halten oft sehr lang an und sind sehr quälend. Und je später man Hilfe in Anspruch nimmt, desto länger dauert die Depression? Das kann man so nicht sagen, aber man sollte frühzeitig Hilfe in Anspruch nehmen. Das bessert die Chancen, das kann man so schon sagen. Ja. Worauf kommt es denn bei einer guten Therapie an? Dass die Chemie zwischen Therapeuten und Patient stimmt. Mit jemandem, der mir kreuzunsympathisch ist, dem kann ich mich nicht öffnen. Also die persönliche Beziehung, das ist die sogenannte Therapeutenvariable, die muss stimmen. Sonst wird es nichts. Und ich sage auch meinen Patienten, wenn sie nicht den Eindruck haben, das wird zwischen uns was, dann vermittle ich ihnen gerne einen anderen Therapeuten. Und auch da nicht die Geduld verlieren. Denn manchmal, wie wir es auch gerade im Beitrag gehört haben, dauert die Suche nach einem guten Therapeuten länger. Ja, es gibt eine psychotherapeutische Unterversorgung in unserem Land. Das ist ganz klar. Die Wartezeiten sind sehr, sehr lang. Und bei problematischen Therapeuten sind sie vielleicht kurz. Eine Depression kann natürlich auch lebensgefährlich werden, wenn die Suizidgedanken immer mehr zunehmen und am Ende kann dann tatsächlich auch die Selbsttötung stehen. Ja. Welche Warnsignale muss man da dringend wahrnehmen? Wenn sich jemand abkapselt, nicht mehr spricht, wenn er sich verändert oder aber wenn er plötzlich aus heiterem Himmel ganz heiter und beschwingt wird, oft ist dann ein Entschluss schon gefasst. Die Depression bessert sich langsam und nicht schlagartig. Dann sollte man jemand direkt ansprechen und sagen, hast du ganz trübe Gedanken? Denkst du daran, dein Leben zu beenden? Das sind Fragen, die kann man stellen, die können Angehörige stellen. Da sollen sie keine Angst davor haben. Aber ist das nicht eine quälende Verantwortung für die Angehörigen? Na, die müssen dann natürlich den an die Hand nehmen, den Familienangehörigen und zu einer Institution gehen, die Hilfe anbietet. Aber wie ist es denn überhaupt für Angehörigen mit Depressiven zu leben? Ist das nicht eine unglaubliche... Betroffene bei Ärzten, aber auch bei Psychologen wie David Althaus. Zunächst muss die Diagnose gestellt werden. Schon das ist nicht unbedingt einfach. Also Depression ist sicherlich eine Erkrankung, die keine besonderen scharfen Ränder hat, im Gegensatz zu einem Beinbruch. Ein Beinbruch ist immer ein Beinbruch. Die Depression dagegen kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und es kommen immer wieder auch Menschen, die glauben, an einer Depression erkrankt zu sein. Aber letztlich ist es tatsächlich dann nur eine Befindlichkeitsstörung. Für Susanne begann eine Odyssee. Sie fand keinen Arzt, der ihr helfen konnte. Und bei den Psychologen lange Wartelisten. Die Medikamente, die verschrieben wurden, wirkten bei ihr nicht. Erst nach einem Jahr fand sie schließlich eine Ärztin, mit der sie zufrieden war. Mit der Frau bin ich klargekommen. Die hat es dann aufgearbeitet insofern, dass sie mir verschiedene Möglichkeiten erstmal aufgezeigt hat und mich wahrgenommen hat und mir einfach zugehört hat und gesagt hat, okay, das verstehe ich nicht und mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, Sie können nichts dazu, das ist eine Krankheit, hat das Wort Depression dann wirklich auch nochmal in den Mund genommen. Es gibt viele Möglichkeiten der Behandlung. Ein Mittel der Wahl ist die Verhaltenstherapie. Es gibt eine Fülle an Studien zur Verhaltenstherapie, die zeigt, dass sie die wahrscheinlich wirksamste Psychotherapieform bei der Behandlung einer Depression ist. Das heißt nicht, dass tiefenpsychologisch fundierte Therapie nicht helfen würde, sondern kann bestimmt im Einzelfall auch helfen, aber wir haben hier weniger Belege und weniger Befunde. Die Verhaltenstherapie gilt momentan als der goldene Standard in der Behandlung, in der psychologischen Behandlung der Depression. Was kein Argument gegen Medikamente ist. Auch die werden bei der Behandlung von Depressionen erfolgreich eingesetzt. Ich empfehle auch ich als Psychologe, meinen schwer erkrankten Patienten, nehmt Medikamente, probiert das aus. Schaut einfach, ob es euch was nutzen kann. Obwohl ich auf der anderen Seite weiß, dass Medikamente leider immer noch nicht so gut sind, wie wir uns das wünschen würden. Da, meint Althaus, ist in der Forschung nicht viel passiert. Meines Erachtens haben wir leider keine medikamentöse Revolution in den vergangenen
10 Jahren gehabt, sprich keine Wirkstoffe, die etwas ganz Neues gebracht hätten, sondern leider eher eine Art von Stagnation. Innerhalb der Psychotherapie, würde ich sagen, haben wir doch vergleichsweise mehr neue, auch interessante Ansätze, wo ich dann aber wiederum das... 20 Uhr ist er nicht zu Hause und das jeden Tag. Seinen Burnout hat er hinter sich. In einem anderen Leben, sagt er. Jetzt hat er einfach nur viel Arbeit. Ich mache das immer so eine Metapher. Ich komme ja aus der Autoindustrie. Wenn ich im Auto sitze und Gas gebe und das Auto fährt schneller dadurch, dann ist das für mich ein befriedigendes Gefühl. Wenn jetzt jemand hinten das Auto hochhebt und ich gebe Gas, passiert nichts, dann wäre ich frustriert. Und so in etwa kann man das vergleichen. Und ich versuche, dass das Auto immer rollt. Sein Auto hat über 500 PS. Bredag mag es schnell. Der Automarke sei er treu geblieben, meint er. Ansonsten hat er mit seinem früheren Leben unter dem Stern abgeschlossen. Er war ganz oben, mit Dienstwagen, schickem Büro und Parkplatz mit Namensschild. Hatte eine glänzende Karriere hingelegt, vom Automechaniker zum Vertriebsmanager für Russland. Top Level, immer Vollgas. Und da ging schon los mit 23 Uhr kommt eine Mail, muss ich noch beantworten. Ne? Ist doch klar, ich bin ja hier der immer erreichbare und perfekte. Das war übrigens auch den Namen, den ich mir gemacht habe, dass ich zu jeder Tages- und Nachtzeit meine E-Mails beantwortet habe. Ne? Mit 36 das Burnout. Oft trifft es sogenannte Hochleister wie Bredag. Selbstverbrenner nennt sie Professor Burisch. Der Psychologe erforscht seit vielen Jahren diese Krankheit, an der laut Umfragen 10% der Bevölkerung leiden. Karrierewahn, Workaholismus sind gesellschaftlich akzeptiert, sogar erwünscht. Leute, die also keinen Urlaub nehmen, kein Wochenende frei machen, keinen Feierabend kennen und ihr Start-up so in 2 Jahren zur Verkaufsreife von ein paar Millionen bringen, das sind ja heute die Helden der Stunde. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man die bescheuert gefunden. Doch Burnout ist keine reine Managerkrankheit. In rund 60 Berufen und Personengruppen beschreibt die wissenschaftliche Forschung das Phänomen, vor allem in Heilberufen. Pfleger, Ärzte, aber auch Lehrer, Sozialarbeiter und Angestellte fühlen sich ausgebrannt. Schuld daran ist auch die veränderte Arbeitswelt, die Arbeitsverdichtung. Schnell und billig, das ist ja die Definition von Arbeitsverdichtung. Die Arbeitsverdichtung ist in den letzten Jahren ganz sicher an vielen Stellen passiert. Dann kommt ganz rasch das Gefühl auf, ich kann hier nicht mehr mit, ich will auch nicht mehr mitmachen, kommt aber nicht raus. Das Gefühl, in der Falle zu sitzen, der permanente Stress, so lange, bis der Körper versagt. Bei Jan Bredag begann es mit Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Erinnerungslücken. Dazu kamen Rückenschmerzen und Erstickungsgefühle. Ja, das krasseste Beispiel war, dass ich wirklich 3 Stunden in meinem Büro saß. Meine Sekretärin hat mich abgeschirmt. Sich öffnet und auf keinen Fall einen vorwürflichen Ton in der Rede zulassen. Das macht er nicht, um den Partner zu quälen, sondern weil er selber gequält ist. Und noch mal ganz kurz, sollten die Angehörigen sich selbst auch Hilfe suchen? Sie sollten, also die Angehörigen sollten in eine psychotherapeutische Behandlung sowieso einbezogen sein. Okay. Das ist eine Grundregel. Und auch viel erfahren über die Erkrankung, auch mal was lesen, um eigentlich selber zum Experten zu werden. Also es geht auch um ein Miteinander, um aus der Depression natürlich herauszukommen. Natürlich. Und vor allem um erste Signale wahrzunehmen und sich dann auch tatsächlich helfen zu lassen. Herr Dr. Niedlecki, vielen, vielen Dank, dass Sie uns so viele Tipps gegeben haben und so viele Informationen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bitte schön. Ja, kommen wir noch mal zu den Angehörigen, die in vielen Fällen sozusagen mit in den dunklen Tunnel gezogen werden. Gerade zu Beginn der Erkrankung reagieren Familienmitglieder oft verständnislos. Warum können alltägliche Dinge plötzlich nicht mehr erledigt werden? Wo bleiben Freude und Gefühle? Später leiden Angehörige unter einer ständigen Überlastung. Und über allem steht die Sorge um den geliebten Menschen. All das kann seinerseits auch krank machen. Der Psychiater Josef Bäumel auf dem Weg zu einem Vortrag. Er ist heute eingeladen beim Münchner Ortsverband der Angehörigen von psychisch Kranken. Der Raum ist voll. Mehr als 50 Angehörige sind da. Darunter viele, deren Ehepartner oder Kinder an Depressionen leiden. Doch niemand will erkannt werden. Die Scham ist zu groß. Das ist typisch für die Probleme, die Angehörige haben. Schwere Depressionen, wenn jemand tatsächlich keinen Kontakt mehr
möchte, sich völlig abkapselt, nur noch sich selbst anklagt. Das sind Verhaltensweisen, die möchte man gerne vor der Öffentlichkeit verdeckt halten, weil man fürchtet, sonst denkt die ganze Welt, was habt ihr mit diesem Mann gemacht, mit diesem Kind gemacht, wie mag es da bei euch zugehen zu Hause. Also da ist ja ein Schutzbedürfnis der Angehörigen da, aber man will sich ja auch den Patienten schützen. Dieses Versteckspiel erhöht den Stress für Angehörige, die ohnehin schon unter den Auswirkungen der Krankheit zu leiden haben. Sie sind extrem belastet. Das weiß auch Karl-Heinz Möhrmann. Der 76-Jährige ist Vorsitzender des Landesverbandes der Angehörigen. Seit langem ist er in der Selbsthilfe aktiv. Seine Frau ist psychisch krank. Sie hat schwere Depressionen, immer wieder, seit fast 50 Jahren. In der ersten Zeit der Krankheit war das für ihn unerträglich. Er war schon dabei, die Scheidung einzureichen. Ich habe das ursprünglich nicht ausgehalten, bis ich dann gemerkt habe oder also begriffen habe, dass es einfach ein Krankheitssymptom ist. Und nun ist es so, diese Krankheiten, auch die Depressionen verlaufen in der Regel phasenhaft. Ne? Das dauert eine Zeit lang und irgendwann taucht man aus dem Tal wieder auf mit professioneller Hilfe. Und so viele Tipps gegeben haben und so viele Informationen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Bitte schön. Ja, kommen wir noch mal zu den Angehörigen, die in vielen Fällen sozusagen mit in den dunklen Tunnel gezogen werden. Gerade zu Beginn der Erkrankung reagieren Familienmitglieder oft verständnislos. Warum können alltägliche Dinge plötzlich nicht mehr erledigt werden? Wo bleiben Freude und Gefühle? Später leiden Angehörige unter einer ständigen Überlastung. Und über allem steht die Sorge um den geliebten Menschen. All das kann seinerseits auch krank machen. Der Psychiater Josef Bäumel auf dem Weg zu einem Vortrag. Er ist heute eingeladen beim Münchner Ortsverband der Angehörigen von psychisch Kranken. Der Raum ist voll. Mehr als 50 Angehörige sind da. Darunter viele, deren Ehepartner oder Kinder an Depressionen leiden. Doch niemand will erkannt werden. Die Scham ist zu groß. Das ist typisch für die Probleme, die Angehörige haben. Schwere Depressionen, wenn jemand tatsächlich keinen Kontakt mehr möchte, sich völlig abkapselt, nur noch sich selbst anklagt. Das sind Verhaltensweisen, die möchte man gerne vor der Öffentlichkeit verdeckt halten, weil man fürchtet, sonst denkt die ganze Welt, was habt ihr mit diesem Mann gemacht, mit diesem Kind gemacht, wie mag es da bei euch zugehen zu Hause. Also da ist ja ein Schutzbedürfnis der Angehörigen da, aber man will sich ja auch den Patienten schützen. Dieses Versteckspiel erhöht den Stress für Angehörige, die ohnehin schon unter den Auswirkungen der Krankheit zu leiden haben. Sie sind extrem belastet. Das weiß auch Karl-Heinz Möhrmann. Der 76-Jährige ist Vorsitzender des Landesverbandes der Angehörigen. Seit langem ist er in der Selbsthilfe aktiv. Seine Frau ist psychisch krank. Sie hat schwere Depressionen, immer wieder, seit fast 50 Jahren. In der ersten Zeit der Krankheit war das für ihn unerträglich. Er war schon dabei, die Scheidung einzureichen. Ich habe das ursprünglich nicht ausgehalten, bis ich dann gemerkt habe oder also begriffen habe, dass es einfach ein Krankheitssymptom ist. Und nun ist es so, diese Krankheiten, auch die Depressionen, verlaufen in der Regel phasenhaft. Ne? Das dauert eine Zeit lang und irgendwann taucht man aus dem Tal wieder auf, mit professioneller Hilfe, manchmal auch ohne, wenn man Glück hat. Das heißt, es gibt auch dann immer mal wieder Zeitintervalle, wo es gut geht, wo auch meine Frau symptomfrei ist. Und die Hoffnung auf die nächste symptomfreie Zeit hat mich persönlich dann immer aufrecht gehalten. Karl-Heinz Möhrmann ist heute gut informiert. Er hat die Krankheit seiner Frau zu seinem Lebensthema gemacht, leitet Selbsthilfegruppen. Doch er weiß, fast alle Angehörigen sind total überfordert. Entweder sie verzagen oder sie werden selber depressiv oder sie werden wütend und kritisch und sie meckern dann an dem Betroffenen.